Wenn wir voller Mitgefühl auf andere Menschen zugehen, dann besiegen wir die Einsamkeit von jedem Einzelnen. Das ist ein Zitat vom Dalai Lama. Und ich bin der Markus. Ich war, ja, hat der Marc schon angekündigt, bei den letzten beiden Impulsabenden auch schon als Überraschungsgast hier auf der Bühne. Bei meinem ersten Auftritt, da habe ich von meiner Weiterbildung zum Maschinenbautechniker erzählt, die ich berufsbegleitend absolviert habe, die letzten 3 Jahre. Ich hatte da schwer zu kämpfen in der Zeit. Sarah kann ein Lied davon singen wahrscheinlich, meine Freundin. Und meine ganzen anderen Freunde kennen sich auch aus. Ja, wie gesagt, ich hatte mit vielen Glaubenssätzen zu kämpfen. Und habe es zum letzten Endes aber doch mit viel Willenskraft geschafft, diese Herausforderung zu meistern. Dann, letzter Vortrag. Nächste Herausforderung. Im November. Auch wieder Impulsabend hier in Landsberg, im Penzing, im Kino. Und ich gehe auf die Bühne und erzähle darüber, dass wir Leute nicht verurteilen sollen für das, was sie sind, sondern lieber dankbar sein sollen dafür, dass die Menschen so einzigartig und vielfältig sind, wie sie eben sind. Ja, nicht verurteilen, sondern dankbar sein, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Und hier schließt sich jetzt heute der Kreis. Heute möchte ich über die Kraft der Empathie reden. Es geht auch sehr viel darum, andere nicht zu verurteilen, sondern so hinzunehmen, wie sie sind, in ihrer Einzigartigkeit zu bestärken. Ich will jetzt gar nicht drüber groß rumphilosophieren, was Empathie eigentlich ist in meinem Vortrag, sondern mehr praktische Beispiele bringen, wie Empathie denn in unserem Alltag anzuwenden ist. Ja, ich sehe großes Potenzial in unserer Gesellschaft auf dieser Schiene der Empathie. Vielleicht kriegt es der eine oder andere mit, ich denke jeder, dass unser Alltag sehr viel von Verurteilung und fehlendem Mitgefühl geprägt ist. Es gibt einen Haufen Menschen, die das immer wieder machen und uns dadurch beeinflussen. Meistens negativ, bringt uns vom Weg ab, demotiviert uns, tut uns einfach nicht gut. Ich will aber keinem Menschen, der derartige Kritik oder sowas ausübt, dabei eine böse Absicht unterstellen. Es ändert aber trotzdem nichts an der Auswirkung dieses Verhaltens, das andere Menschen niedermacht, vom Weg abbringt und demotiviert. Ja, ich habe da in letzter Zeit ein paar Beispiele erlebt. Möchte ich jetzt ein bisschen erzählen. Da war ich in der Arbeit und ich arbeite in der Materialprüfung. Und da gab es ein paar Bauteile, die waren ein bisschen kritisch in letzter Zeit. Und ich sollte da mehrere davon überprüfen, ob da die Qualität passt. Ich sitze so telefonierend in meinem Bürostuhl. Die Teile warten gerade. Und dann kommt einer aus der Produktion rein. Dem konnte es scheinbar nicht schnell genug gehen, dass ich diese Teile für ihn überprüfe. Dann kommt er so auf mich zu. Hey! Was soll denn die Scheiße jetzt? Was machst du hier? Komm in die Pötte, sonst gibt's einen Dicken, sagt er zu mir. Ich sitze in meinem Stuhl, ich denke mir, what the fuck, was will der jetzt von mir? Okay, habe mich nicht weiter davon beirren lassen, weiter meine Arbeit gemacht. Ein bisschen demotiviert hat es mich natürlich schon, dass es Leute gibt, die so mit mir umgehen. Erstmal Haken dahinter gemacht. Nächster Tag. Kurz nach 8, ich gehe fröhlich von der Stempeluhr zu meinem Büro, kommt mir wieder diese Genosse entgegen. Hey, was soll denn das? Wieso kommst du jetzt so spät in die Arbeit? Was fällt dir eigentlich ein? So wird den Teil ja nie fertig. Und ich denke mir, okay, fuck. Ich gehe ihm einfach aus dem Weg. War zu keiner Reaktion fähig in dem Moment. Und meine Laune ging in den Keller. Ja, ich will ihm jetzt auch wieder nichts Böses dabei unterstellen, sondern will jetzt eher überlegen, woher das jetzt kommt. Aber vorher noch eine andere Geschichte. Mein Papa, der hier auch gerade da ist, hat einen ähnlichen Vorfall erlebt. Beziehungsweise diesmal war er der Mann, der die Situation gerettet hat. Er fährt nach Hause, hat meine Tante gerade besucht. Und da ist so ein Berg, so eine leichte Anhöhe. Und vor ihm, da fährt ein Auto. Das raucht und qualmt. Fährt mit Mühe und Not noch so 20 Stundenkilometer. Und demzufolge zieht das Auto eine riesen Karawane hinter sich her. Plötzlich, wie soll es kommen? Das Auto gibt den Geist auf, bleibt stehen. Karawane ist darüber nicht sehr begeistert. Papa denkt sich, okay, irgendwas ist da faul. Er steigt aus, geht zu dem Auto vor ihm. Und in dem Auto sitzt ein alter Mann. Er ist vollkommen aufgelöst. Oh mein Gott, in meinem Alter, ich muss mir noch ein neues Auto kaufen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Währenddessen, die Karawane dahinter, sieht, dass der alte Mann aussteigt. Mitte 80 und die hupen alle. Brüllen unschöne Worte. Hey, Arschloch, was fällt dir ein? Fahr weiter. Ja,
Mein Papa hat in der Situation erkannt, dass der Mann Hilfe braucht durch seine Empathie. Durch sein empathisches Verhalten hat er möglicherweise Schlimmeres verhindert in der Situation. Dass der Mann vielleicht zusammenbricht in der Situation, weil ihm der ganze Stress zu viel wird. Mein Vater hat den Mann nach Hause gefahren und dort weiter beruhigt. Und damit einen großen Unterschied an seinem Tag, an diesem Tag gemacht. Ja, ganz entscheidend für mich ist jetzt aber die Frage, wo kommt denn das her, dass Leute sowas machen? Dass die einen in der Arbeit blöd anmachen, scheinbar grundlos, dass die einen Mann, der gerade offensichtlich genug Probleme hat, noch anhupen und beleidigen. Woher kommt denn das? Habt ihr Ideen? Warum machen Leute sowas? Bitte. Sehr gut, danke. Noch mehr, wo? Bitte. Mhm. Auch ein guter Punkt. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, spielt sehr in eure Richtung, was ihr da gesagt habt. Sehr gute Ideen. Das ist ein Teufelskreis. Die Leute wurden irgendwann mal beleidigt, blöd angegangen. Und das sitzt wie ein Stachel in ihnen drin. Und das projizieren wir auf die ganze Welt. Das ist ein Teufelskreis. Wie kann ich diesen Teufelskreis durchbrechen? Ideen? Kleiner Tipp, hat was mit dem... Bitte? Pyramide. Erkennen? Ja. Erstmal wichtig, das zu erkennen natürlich. Hm. Kann ich kurz einen Schluck Wasser haben? Danke dir. Ja. Worauf ich hinaus will, mit Empathie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen. Wenn wir versuchen, die Leute nicht mehr zu verurteilen, sondern zu verstehen, warum die denn so sind. Was ist denn jetzt Empathie überhaupt? Mitgefühl, okay. Was ist Mitgefühl? Das ist die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in die Eigenarten anderer Menschen hineinzufühlen und dann dementsprechend zu handeln. Die Motive, Emotionen und Beweggründe der Leute zu erkennen und danach zu handeln. Und das ist Empathie in meinen Augen. Was gehört da dazu? Unser Gehörsinn ist in meinen Augen ganz wichtig. 30% unserer Wachzeit verbringen wir damit, anderen Leuten zuzuhören. Mal Hand aufs Herz. Sind wir dabei wirklich immer voll bei der Sache? Nicht so, oder? Ich sehe Köpfe schütteln. Ja, jetzt redet jemand. Und was mache ich währenddessen? Bin in meinem Kopf, habe meine eigenen Probleme. Arbeit war heute scheiße. Was mache ich denn morgen? Was gibt es heute Abend zu essen? Ja, oder was, wo ich mich ganz oft dabei ertappe. Ich denke schon während jemand mir was erzählt, denke ich schon drüber nach, was antworte ich ihm jetzt drauf? Ich bilde mir ein Urteil über das, was er sagt, bevor er eigentlich fertig ist mit seiner Aussage. Blödsinn, oder? Eigentlich. Ich finde es eigentlich sogar respektlos, das zu machen. Weil, wer weiß, vielleicht bringt derjenige jetzt am Ende von seinem Satz, von seiner Aussage noch eine Pointe, die dann meine wohldurchdachte Antwort vollkommen über den Haufen wirft. Dann habe ich nicht verstanden, was er eigentlich wollte. Und stehe selber noch wie ein Depp da, weil ich irgendeinen Käse von mir gebe, der nicht mehr passt im Endeffekt. Ja, wie mache ich das? Aktives Zuhören. Im Englischen gibt es eine sehr schöne Unterscheidung. Da gibt es die Worte to hear und to listen. To hear ist mehr so das Aufnehmen von Geräuschen. Nicht so das bewusste Zuhören. To listen wiederum ist wirklich das, wo wir uns bewegen sollten. Dass wir den Leuten zuhören und die Botschaft aufnehmen. Verstehen wollen, was sie sagen. Dem anderen durch offene Körperhaltung, Blickkontakt zeigen, dass wir bei ihm sind. Ihm zeigen, dass wir ihn wichtig und dass wir ihn ernst nehmen. Ausreden lassen. Und klar, es gibt Situationen, da ist man vielleicht nicht einer Meinung oder so. Kann man natürlich ein Feedback geben. Suche ich mir einen passenden Moment aus, eine Redepause. Und dann sage ich, hey, was hältst du davon? Wertungsfrei. Nicht sagen, hey, ist alles scheiße, was du da laberst. Dann sagen, hey, ich habe da vielleicht eine andere Meinung. Siehst du mal von dem Standpunkt vielleicht. So auf der Schiene kommen.
Und ich sage, es ist alles scheiße, was du da machst. Ja. Andere nicht verurteilen, spielt da ganz groß mit rein. Das ist eine ganz große Vision von mir, dass wir andere Leute nicht verurteilen, dass wir versuchen, die Leute zu verstehen, anstatt sie zu verurteilen und ja, ihre Einzigartigkeit nicht akzeptieren. Also wir sehen, okay, jeder Mensch hat ein komplett anderes Leben erlebt. Du hast einen anderen Weg als ich gemacht. Du hast einen anderen Weg als ich. Du hast einen anderen Weg als ich. Jeder hat eine komplett andere Lebensgeschichte. Und daraus setzt sich eine komplett andere Realität zusammen. Ich kann niemanden für seine Ansichten verurteilen. Das wäre arrogant, weil er hat einen komplett anderen Blick aufs Leben als ich. Keiner von uns beiden hat im Endeffekt recht, oder? Wenn wir total andere Ansicht sind. Oder jeder hat recht, ja. Fakt ist, ich brauche niemanden zu verurteilen für das, was er denkt. Lieber verstehen die Gründe, warum denkt er so. Nachfragen, wenn ich anderer Meinung bin. Hey du, hast du es mal von der Sichtweise betrachtet? Mal einen Impulse geben, einen Anstoß geben, nachzudenken. Vielleicht mal eine andere Brille aufzusetzen. Habe ich gestern von der Brigitte Kelly einen coolen Post gesehen auf Facebook. Ich weiß gar nicht mehr genau, was war es, weißt du es? Okay, ja. Sie sagt auf jeden Fall, jeder hat seinen eigenen Filter. Die Realität ist niemals gleich. Aus seiner Sicht, aus deiner Sicht, aus deiner Sicht, aus meiner Sicht. Das einfach anerkennen. Und die Leute in ihrer Einzigartigkeit bestärken. Was mache ich jetzt? Also, das habe ich jetzt selber in der Hand. Ich kann sagen, hey, ich finde es okay, dass du eine andere Sicht hast. Was mache ich jetzt, wenn du zu mir sagst, hey, was du da machst, ist total der Scheiß. Was willst du da ein, hier vorne zu stehen? Tja, fühlt sich scheiße für mich an. Und das sage ich dir dann auch, wenn ich Empathie versprühen will. Dann sage ich dir, hey, fühlt sich für mich nicht so gut an. Ich fühle mich dadurch verletzt, wenn du so mit mir redest. Und die Kritik gleichzeitig, wenn ich selber jemanden kritisiere, sachlich, schonend, konstruktiv und mit einem positiven Abschluss vorbringen. Sachlich eben, dass ich auf der Sachebene bleibe und nicht irgendwelche persönlichen Dinge da jetzt mit reinziehe. Schonend, dass ich niemanden beleidige mit meiner Kritik. Konstruktiv, dass ich ihm eine Lösungsmöglichkeit an die Hand gebe, wie er tatsächlich dann das Problem beheben kann. Und mit dem positiven Abschluss, dass ich demjenigen ein gutes Gefühl gebe bei dem, was er macht. Und ich sage, hey Junge, aber trotzdem, bleib dabei. Du machst es gut. Können wir viel bewegen auf die Art und Weise, indem wir Leuten ein gutes Gefühl geben. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe ein paar einfache Kommunikationstipps. Wie fühlt es sich denn an? Einfaches Beispiel. Jemand lässt die Socken immer zu Hause rumliegen. Ich höre Gelächter. Viele Leute scheinen das zu kennen. Typische Reaktion. Wie reagierst du, wenn dein Mann seine Socken zu Hause rumliegen lässt? Ich sage jetzt mal, was wäre eine blöde Reaktion. Ich sage, hey, du Idiot, immer lässt du deine Socken rumliegen. So ein Scheiß. Was wäre vielleicht jetzt eine gute Reaktion? Wie würdest du wollen, wenn du deine Socken rumliegen lässt und dein Mann stört es? Wie würdest du wollen, dass er das Problem bei dir anspricht? Oder mit einer Ich-Botschaft statt einer Du-Botschaft. Dass er sagt, hey, nicht du bist scheiße, sondern das wäre natürlich Top-Beitrag, super. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich sage, hey, mich stört's, dass die Socken rumliegen. Können wir uns da vielleicht einigen, dass das in Zukunft besser läuft? Viel schonender, oder? Als wenn ich sage, hey, deine scheiß Socken liegen hier überall rum. Pisst mich total an. Das waren jetzt die Gefühle offenbaren, ja genau. Ja. Ja. Was macht denn jetzt so einen richtig unsympathischen Gesprächspartner aus? Denk mal drüber nach, so ein richtiger. So ein Ekelbrocken, so ein Typ,
wo mir Gift und Galle hochkommt, wenn ich an den denke. Was macht den aus? Wie kommuniziert der mit mir? Einen Schluck bitte. Respektlos. Sehr gut. Ja, genau. Geringes Geduldpotenzial. Mhm. Ganz großes Ding. Hat zu allem eine Meinung, von nichts eine Ahnung. Gibt überall seinen Senf dazu. Wie kann man den runterbringen? Bitte? Wie kann man den runterbringen? Wenn ihn runterbringen kann. Meine Gefühle preisgeben. Sag, hey. Dann? Okay. Genau. Wir sind das Harvard-System aus, ja? Die Harvard-Skill-Kant hier da. Genau das gleiche. Wir wollen beide eine Win. Was ist für dich gut? Was ist genau. Du müsstest dein Mittel treffen, fertig. Das Mitgefühl. Was will der andere, was will ich? Wie können wir beide gewinnen? Ja. Genau. Sehr gut. Perfekt, ja, danke dir. Ja. Nochmal kurz in euch gehen. Ein Mensch, mit dem ihr sehr gerne redet. Der euch ein gutes Gefühl gibt. Wie kommuniziert der mit dir? Bitte? Auf Augenhöhe? Sehr gut, danke. Freundlich? Liebevoll, ja. Er nimmt dich wahr, sehr gut. Er ist präsent. Wie geht er mit deinen Vorschlägen um? Wenn du jetzt sagst, hey, ich finde das und das cool, was macht er dann? Er denkt drüber nach, genau. Er nimmt es ernst, ja. Genau. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich hab noch was im Petto. Ja. Jeder von uns hat Empathie in sich. Das ist kein Hexenwerk. Jeder kann's. Wir müssen es nur leben. Und dann kann es uns gelingen, eine Aufwärtsspirale in der Gesellschaft zu erzeugen. Denn wir als junge Menschen sind es, die das Gesicht der zukünftigen Welt darstellen. Mit jungen Menschen meine ich jetzt nicht das biologische Alter, sondern die Leute, die im Geist da sind und noch was verändern wollen. Das sind für mich junge Leute. Und die haben das Potenzial, was zu verändern. Also wir alle können was verändern, wenn wir rausgehen und empathisch sind. Ich möchte jetzt kurz, dass ihr alle mal die Augen schließt und drüber nachdenkt. Nicht schummeln. Was eure letzte so richtig coole, empathische Aktion war, wo ihr einem Menschen so richtig geholfen habt und seinen Tag verschönert habt dadurch. Den Tag gerettet habt vielleicht. Okay. Hat jeder was? Braucht ihr noch Zeit? Ich will jetzt, wenn ihr fertig seid, dass jeder Einzelne von euch mit voller Lautstärke brüllt: Ich bin ein Held. 1, 2, 3. Ich bin ein Held! Danke. Also, ein Schlusssatz noch. Ich will, dass wir alle hier rausgehen. Am besten sofort, spätestens morgen, dass wir anfangen, mit unserem Mitgefühl und unserer Empathie zu versuchen, nein, nicht versuchen, es zu machen, dass wir Leute in ihrer Einzigartigkeit bestärken und gleichzeitig in ihre Schwachpunkte so aufzuzeigen, dass eine Verbesserung eintreten kann. Nicht die Holzkeule, sondern empathische Kritik äußern. Sachlich, konstruktiv, schonend, mit positivem Abschluss. So können wir alle profitieren davon und am Ende erzeugen wir eine Aufwärtsspirale für die gesamte Gesellschaft.
Und am Ende profitieren wir alle davon. Vielen Dank.